Wir sind da am Flugplatz in Hohenems. Wie kommt man zum Fallschirmspringen? Wie fängt man denn sowas an? Ja, servus, grüß dich. Also ich bin der Markus Niederlechner, bin seit 5 Jahren jetzt Fallschirmspringer. Bin dazugekommen eigentlich aus der Laune heraus. Wir waren beim Tauchen, der Bruder und ich. Und nachdem wir die Wassermaterie hinter uns gebracht haben, haben wir gedacht, jetzt fehlt eigentlich nur die Luft. Ja, und so war eigentlich der Gedanke geweckt, einmal Fallschirm zu springen, wie auch immer. Sei es ein Tandem oder alleine. Und jetzt machst du Formationsspringen. Was ist denn das genau? Ja, die erste große Herausforderung ist, dass 4 Leute im gleichen Level springen, das heißt auf gleicher Höhe, zusammenfliegen, sich dann halten und dann die verschiedenen Figuren dann auch fliegen und halten können. Das ist immer die große Voraussetzung und die Herausforderung, die dahinter steckt. Österreich hat da in der Vergangenheit ja schon einige Erfolge verzeichnen können. Ja, wir haben hier schon einige Weltmeister am Platz, sei es jetzt Formationsspringen, sei es jetzt Zielen, wie auch immer. Also wir können dort schon auf eine tolle Ära zurückgreifen und auf erfahrene Leute. Beim Formationsspringen entstehen ja wirklich imposante Bilder. Wie werden denn die gemacht? Ja, da fliegt der Videomann mit. Das heißt, das Team besteht nicht nur aus 4 Springern, die Formation springen, sondern auch vom Videomann. Und der Videomann hat dort einen Helm dabei. Die Kamera kann er nicht in der Hand halten. Und ich habe da jetzt einmal einen Videohelm dabei. Einerseits ist es wichtig, dass er sieht, dass die Kamera eingeschaltet ist. Für das hat er dann ein kleines Licht. Braucht aber auch irgendwo ein bisschen ein Ziel. Da hat man diverse Vorrichtungen, dass man weiß, wo man fliegt. Und auf der Seite oder auf dem Kopf ist dann dementsprechend die Videokamera platziert. Der Videomann geht immer als Erster raus. Der hat einen eigenen Video-Step, wo er dann wartet, bis die Formation dann richtig positioniert ist in der Tür. Und anhand des Kommandos, wo einer gibt, weiß er dann, wann er springen muss, wann das Team dann rausgeht. Das Schwierige ist einmal, den ersten Punkt rauszuziehen, das ist die Herausforderung. Das heißt, man steht im Flieger, man hat sich schon an den Händen, Füßen, also die Griffe stehen. Bei den ganz Guten schon nach dem ersten Exit. Und bei den nicht so erfahrenen, nicht so guten Springern hat man einen Standard-Exit, dass man mal den Sprung aus dem Flieger bewältigt hat und macht dann verschiedene Punkte anhand des ausgelösten Sprungauftrags. Wir haben bei der Viererformation eine Arbeitszeit von 35 Sekunden. Deswegen gehen wir nicht aus 4000 Meter, wie man es gewohnt ist, sondern aus 3200 bis 3500 Meter. Das ist genügend Zeit, um in 35 Sekunden dann auch in die sichere Schirmöffnung zu gehen.